Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück bei einer weiteren Folge Shine. Diesmal bin ich sogar live dabei und wir müssen mit dem roten Licht heute hier mal ein bisschen aufräumen im Sumpf. Und ich finde es komisch, dass er sich nicht daran erinnern kann, dass wir schon mal hier waren. Hopp. Zum Glück können wir weit springen. Jetzt hat sich das erledigt. Da gibt es jetzt eine rote Lampe, dann nehmen wir die mal mit. Wofür ist die rote Lampe? Die rote Lampe ist, um dahin zu kommen. Okay. Dann machen wir mir das rote Licht. Okay, jetzt haben wir natürlich die super. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht brauche ich hierfür eine neue. Dafür brauche ich nur eine kleine Lampe. Jetzt ist wahrscheinlich viel mit hin und her laufen. So, was habe ich mir fast schon gedacht, dass wir jetzt nicht nur mit den zwei Lichtern konfrontiert werden. Das wäre ein bisschen zu einfach, sage ich jetzt mal. Okay, hier ist eine rote Plattform, die sich da gerne mal langschabüpeln will. Hep. Ich ras mal hier direkt weiter auf den Dingern. Nicht, dass ich da gleich wirklich noch im Wasser sitze. Drei Lampen. Hier haben wir drei rote Lampen. Da verstehe ich noch nicht, wofür ich die hellen brauche. Dann legen wir die doch erstmal. Ach, hier haben wir noch helle Lampen. Okay, die nehmen wir mal eben mit. Da kann ich mal eben da hoch den Sammelgegenstand holen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, wofür ist die zweite? Die ist hierfür. Okay, und dann ist das. Okay, ich verstehe noch nicht alles, aber ich nehme mal die grüne Lampe mit. Wir können ja da. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Cheaten ist oder weiß nicht was. Wir gehen jetzt einfach mal. Oh, oh, oh. So oder lang. Oh, hau ab. Nehmen die grüne Lampe. Ach, wir haben hier selber noch eine grüne Lampe. Wie schön. Dann hätte ich das ja. Mal eben nach oben gucken. Nicht, dass jetzt irgendwelche Gefahren hier lauern. Da oben könnten wir eine rote Lampe holen. Hier ist ein Rädchen. Da kommt dann ein grünes Plattförmchen. Da oben ist eine rote Lampe. Aber die kriegen wir auch noch nicht. Wir haben jetzt noch eine grüne Lampe sozusagen plus, weil ich mir jetzt hier noch gespart habe. Was? Ach, da. Okay, dann kann ich die hier durchwerfen, oder was? Aha! Dann kriegen wir hier die rote Lampe, wofür die auch immer ist. Aber die ist wohl dafür. Dann wollen wir doch mal. Ja, und jetzt? Ist ja alles schön und gut. Ah, hier haben wir noch zwei. Okay. Okay, da haben wir dann noch zwei. Zwei rote, die müssen wir dann mal eben so anmachen. Und der grüne Meister. Ach, das war eine rote Lampe, die da ist, ne? Oh, okay. Nope. Ne, schaffen wir nicht. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch wieder nur zwei Lampen. Schätze ich einfach mal. Dann nehmen wir uns erstmal jetzt die grüne Lampe mit, um dann da vorne das Ding hochzumachen. Wie war das denn nochmal? Ach hier, das darf nicht angeleuchtet werden, sondern nur so, oder wie? Genau, dann kommt da die andere Plattform noch. Okay, das heißt jetzt erstmal müssen wir uns da hinten die Laterne holen, indem wir hier mit der roten Lampe diesen Scheiß darunter werfen. Kalter Blusch. Jetzt kommen wir ja darüber und können uns die Lampe holen.
Hier kriege ich jetzt sogar alle Lampen, ne? Außer das ist natürlich in der Mitte. Und das ist wahrscheinlich genau das Interessante. Dann nehme ich dich mal wieder mit. Man kann sich das wieder senken und dann kann ich hier diese... So, wir können nicht drüber springen, haben wir gelernt. Und jetzt können wir... Jetzt können wir wieder rätseln, wie das hier alles zustatten kommt. So, wir haben jetzt hier die rote Lampe. Und jetzt können wir, wenn ich jetzt hier die grüne benutze, haben wir hier die grüne Lampe. Gut, okay. Jetzt ist die große, das große Ketchup-Geheimnis, wie wir nach da hinten kommen. Weil mit der roten Lampe können wir kaum darüber springen. Das ist zu riskant. Wenn ich jetzt die Lampe ausmache und springe, oder? Schaffen wir nicht. Genau das habe ich mir schon gedacht. Und da kommt dann auch erst die Plattform wieder. Wenn wir das Ganze so ein bisschen so setzen, haben wir davon vielleicht was. Jetzt habe ich fast die rote Lampe angemacht. Ja, davon haben wir noch nicht... richtig was. Das ist leider die vordere. Aber auch da könnten wir doch dann durch den kleinen Lampenschein einfach mal... Ne, können wir nicht. Scheiße! Jetzt sitzen wir wieder hier. So ein Dreck. So ein Dreck, sage ich dazu nur. Gut, der senkt sich aber auch zu schnell. Und wenn wir den hier auch dahin setzen. Viel zu knifflig für mich. Verdammt. Wenn wir nur das rote Licht nehmen? Machen wir den mittleren nicht, oder? Ja, leider nicht. Okay. So weit können wir nicht springen. Müssten eigentlich beide Lichter dann irgendwie zusammenkriegen können. Der hier ist der einzige, der den mittleren legt. Wir bräuchten eigentlich noch eine rote Lampe. Wir gucken mal eben, ob wir die nicht noch von vorhin holen können. Da habe ich wahrscheinlich die falsche mitgenommen. Obwohl, hier können wir auch nicht mehr zurück. Das ist nicht. Also wir müssen das so lösen, wie wir es hier lösen. Na, da ist der Schein ja unbegrenzt, sag ich jetzt mal, ne? Na, jetzt können wir die beiden hier anmachen. Na, sobald ich die absetze, eben nicht mehr. So, jetzt aber wieder. Na, die grüne war gut, die grüne war gut, die grüne war gut. Jetzt müssen wir die rote so ein bisschen rüber traxieren eventuell. Haben wir da dann jetzt nicht die rote Plattform? Oh,
Da haben wir jetzt keine rote Plattform. Wo kommt die denn her? Dass es dann da auch eine rote Plattform gibt. Irgendwie ist das alles sehr mysteriös. Moment mal. Ja, und ich bin auch dämlich. Wie immer. Wollen wir nochmal versuchen, hier mit dem Zeug klarzukommen. Nochmal eben einmal konzentrieren, bevor ich hier gleich wieder schäumend vor Wut zusammenbreche. Wir haben diese Laterne. Gut, okay. Die ist das Problem. Okay. Das mittlere ist das Problem, weil mit dem mittleren, da haben wir dann die schöne Schandtat, dass wir dann halt nicht die letzte Plattform ankriegen. Ah. Ja, knapp, fast, scheiße, mistiger, Dreck, Kacke. Komm. Geh durch das Loch. Dankeschön. Ist nicht ganz so easy, wie ich mir das vorgestellt habe, aber hier. Ach ey, die blöden Lampen und. Eieieiei. So, dann geh du mal dahin. Hier gibt es nichts mehr mit roter Lampe zu entdecken, ne? Nein, okay. Außer dass ich da das Licht ersticke. Aber das interessiert mich ja relativ bis gar nicht. Ja, die grüne Plattform, wie interessant ist die? Ach, jetzt wäre sie da fast um mich geschehen hier. Also das eine rote ist richtig, das andere aber nicht. Müssen wir eigentlich irgendwie so stehen? Dann haben wir da wenigstens zwei Plattformen. Oh! Ich könnte jetzt loslaufen, dann könnte ich noch irgendwie darauf springen, dann kommt eventuell die andere. Nein, nein, nein und nein und verdammt und nein! Ah, fuck! Verdammt. Wirklich. Jetzt nutzt mich hier schon die Laterne, oder wie? Ei. Also wir brauchen diese Lampe auf jeden Fall. Weil ohne den ersten können wir ja nicht weit. So, dann brauchen wir den zweiten, brauchen wir theoretisch nicht. Na, selbst wenn ich immer eine rote Lampe anmache, ist eh vorbei. Das schaffen wir nicht, okay. Jetzt haben wir hier auch wieder die rote Plattform. Aber damit schaffen wir es einfach nicht. Ach, jetzt, ja. Spring doch bis zur nächsten Tankstelle, meine Güte. Das kann nicht so schwer sein eigentlich. Normalerweise, warum breche ich mich hier bei diesem Rätsel so ein ab? Naja, zwei Lampen, vier Schalter. Ist natürlich nicht, ich sag mal, jeden Tag so. Aber wenn wir hier noch weiter wollen, dann darf es hier nicht zu Ende sein. Wie interessant ist denn hier die grüne Lampe, bitte? Null interessant. So. Bam. Nämlich. Mann, bin ich blöd. Ist unfassbar. Unfassbar. Okay.
Also wir brauchen das, um dann da durchzukommen, Also das geht runter, während das hochgeht. Grün. Okay. Und da stand eine rote Lampe drauf. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich gehe mit der roten... Ah. Oh, zum Glück hat das nicht lange gedauert, dieses Rätsel zu lösen. Gut, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, denke ich mal. Sollte es ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, wir müssen mit der roten Lampe zurück und uns eine grüne holen. Ist natürlich nur eine Vermutung. Ist natürlich alles nur Vermutung und... Das sind diese Rätsel, die einen immer an diese Kinderrätsel erinnern, mit dem Typen, der dann Schaf hat und... Okay. Ja. So, hier kommen wir schon mal rüber. Das ist ja kein Akt. So, jetzt sagst du da. Jetzt haben wir da diese komische Lampe. Normalerweise kannst du es ja einfach... Ja gut, wenn ich auf der anderen Seite bin. Ja, genau, wenn ich auf der anderen Seite bin, dann ist nichts mehr. Dann muss ich da die rote Lampe muss ich mitnehmen. Entweder das. Oder ich muss die rote Lampe nach hinten bringen. Und dann sozusagen zwei. So, erstmal nur so. Wenn das Ding zurückkommt, grün an. Und da müsste das schon reichen. Wenn ich jetzt da drauf gehe, grün an. Oh, oh. Ja, aber es geht so schnell runter. Okay, also wir würden nicht rüberkommen. Der wird uns klar machen. Zwei. Eins. Eins ist grün. Okay. Jesus Maria, wie kann man sich denn verdrücken mit der Lampe? Das ist unfassbar. Das ist nicht die Möglichkeit, ist das nicht. Das ist unglaublich. Das ist... Oh. Zum Glück seid ihr alle dabei, um das zu erleben. Ist jetzt auch mein letzter Versuch. Dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. Nie wieder in meinem Leben. So eine verdammte Scheiße, sage ich da. So nur. Ei. So, Red Light und rüber. Drecksspiel, ey. Meine Güte, wie kann man sich das nur so schwer machen? Jetzt nehme ich die rote Lampe mit und gehe wieder rüber. Eins ist grün. So, und eins ist nicht rot. Eins ist grün. So, jetzt gehen wir da hin. So, jetzt nehmen wir die Lampe mit hier hinten hin. So. Jetzt nehmen wir das mit. Wir gehen hier drauf. Schalten auf die rote Lampe um. Warten kurz. Und gehen wieder rüber. Mit der grünen Lampe. Wir warten. Stellen die hier hin. Gehen rüber. Und das war's. Meine Fresse. In der nächsten Folge hier. Bei Shine seht ihr mehr Ausraster, mehr von mir, mehr vom Spiel. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao.